Gut, also wir haben jetzt freigeschaltet Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich würde sagen, die beiden machen wir halt einmal nochmal. So, im Unterricht, als wen spielen wir da? Wir spielen mal Hermine, die Superstreberin. Genau, hier können wir sie dann noch ausrüsten mit Sammelkarten, aber ich habe momentan noch keine. Harry, Ron und Hermine trafen Mad-Eye Moody für eine zusätzliche Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste. Diese Streber. Ihr fragt euch wohl, warum ich euch hierher gebracht habe, was? Hier werdet ihr lernen, wie ihr euch verteidigt. Auf geht's! Und vergiss nicht, immer wachsam! Wie sollen wir da rüberkommen? Gut, jetzt müsst ihr einen Fluch auf ihn anwenden. Kann man nicht mehr rumgucken? Es gibt doch wirklich nichts Besseres als diese Bohnen. Schön, dass jetzt hier diese großen Erklärungen nochmal kommen, wie man was macht. Ist ja nicht so, dass man sich gerade schon durch ein ganzes Level gekämpft hat, wo man überall machen müsste. Aber gut. Besser spät als nie, ne? Moody. Blaue Bohnen helfen euch, mächtigere Zaubersprüche anzuwenden. Geht durch diese Tür in den nächsten Raum. Ja, ich gehe ja gleich. Alles demolieren. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, ich gehe ja schon. Sehr gut, Ranger. Das ist keine artgerechte Haltung, würde ich jetzt einmal mal Wendet auf. Eure Flüche schnell an. Einen nach dem anderen. Spitze! Warum wendet ihr keine Zauber darauf an? Ihr habt den... Passt auf! Gut, macht weiter so. Gebt so viele dieser roten Bohnen auf, wie ihr könnt. Hey, gut gemacht! Wow! Gut gemacht! Hervorragend gezaubert! Gut gezielt! Großartig! Bohnen! Ja, noch mehr. Das war großartig. Ja. Ausgezeichnet. Au. Volltreffer. Habt ihr geübt? Hallo. Sehr gut. Werdet jetzt nur nicht übermütig. Geht in den nächsten Raum. Okay. Versucht, die Belohnung mit dem Aktionzauber herbeizuzaubern. Nicht schlecht. Vergesst nicht, unerreichbare Belohnungen könnt ihr mit Aktio herbeizaubern. Danke. Zauberdrops sind gut, um die Energie zu steigern. Das Aqua Erupto Zauberbuch. Klasse! Nur einer der Champions kann das Trimagische Turnier gewinnen. Dieser Champion muss 3 sehr gefährliche Aufgaben überstehen. Eure 3 Champions sind Viktor Krug,
Fleur Delacour. Und schließlich Cedric Diggory. Harry Potter? Ja, großer Schocker, weil Harry ist zu diesem Zeitpunkt 14, glaube ich. Auf jeden Fall noch nicht alt genug, um am Turnier teilzunehmen und hat daher eigentlich gar keinen Zettel einwerfen können. Und sowieso dürfte es halt nur 3 Teilnehmer geben, einen pro Schule. Große Verschwörung im Gange. So, jetzt würde ich mir gerne mal angucken, was wir hier schon für Sammelkarten haben. Hier haben wir noch gar keine. Ich glaube, die anderen bieten auch noch keine. Kreaturen. Na, so. Der Spieler hat im Kampf gegen Sumpfkratzer einen Vorteil. Okay, guck ich nachher nochmal. Gut, ich würde sagen, die zweite Lektion machen wir gleich noch hinten ran. Wir spielen mal zu ran. Dann haben wir alle mal durch. Potter! Wenn du das Trimagische Turnier heil überstehen möchtest, empfehle ich, mit dem Sammeln von Trimagischen Schilden zu beginnen. Und vergiss nicht, immer wachsam! Ist ja gut. Aktio! Immer schön sammeln. So, liebe Zeit, habt ihr alle eine Beinklammer? Ja. Wir üben nur, sehen wir doch hier. Die Feuer könnt ihr mit Aqua Eructo löschen. Das wird so geil. So lernt man Zauber. Einfach Buch aufschlagen und fertig. Wäre schön, wenn das bei Prüfungen etc. so laufen würde. Schlägst einfach dein Buch auf und hast einfach alles gelernt, was da drin steht. Aqua Eructo! Das war großartig! Harry, hast du es eigentlich? Die größeren Feuer könnt ihr nur zusammen löschen. Helft mir! Warum? Warum macht man nicht einfach das nächste Feuer? Einfach mal hier, so quer durch den Raum. Okay. Wenn ihr mir nicht helft, Leute. Sehr gut. Das nervt mich jetzt schon ab, wie ich immer warten muss, bis die mal helfen. Sehr gut, Granger. Sehr gut, Granger. Leben machen die hier gefühlt nicht. Ron, alles klar mit dir? Ich denke schon. Aqua Eructo! Ist es nicht gefährlich, hier in der Schule die ganzen Feuer zu legen, sage mal? Sehr gut. Meins. Ah, das meins. Ah, an diese Kreatur solltet ihr euch eigentlich noch erinnern. Salamander! No. Au! Die Katze. Er ist aus. Jetzt wendet einen Fluch auf ihn an. Ja, wir machen ja schon. Hervorragend, Weasley. Ein Kaninchen. Ach. Also die platzen irgendwann von selber, okay? Also jetzt nicht, dass ich das jetzt mache, um in die Boot zu kommen, das dauert nur ewig. Die platzen aber von selber. Gut so. Jetzt könnt ihr einen Fluch auf ihn anwenden. Weiter geht's.
Diese Salamander sind eine Plage. Und sie haben mir ein Loch in die Hose gebrannt. Oh nein. Warum gehe ich mal bei so einem Scheißwetter raus? Gibt es nicht. Unterrichtsmethoden hat da der Moody. Salamanderfeuer! Sehr gut, Granger. Ich hatte gehofft, dass du dich erinnern würdest. Lapifos! Lapifos! Jetzt ist Salamanderfeuer. Spucken einfach ganz lustig immer weiter. Na los, aus. Ihr beiden! Da sind noch mehr von diesen Dingern. Du erinnerst dich sicher noch an die Salamanderfeuer, Weasley. Du musst sie löschen, sonst spucken sie neue Salamander. Und du hast mir jetzt reingequatscht. Autsch! Los, mein Vater kommt gerade rein und ich sterbe hier gerade halt. Inflatus! So, komm mal runter da. Aqua Erupto! Weasley, es werden immer mehr, wenn du die Feuer nicht löscht. Ja, ich mach ja schon. Au! Lapifos! Hoffentlich sind nicht noch mehr von den Viechern hier. Wie ich Moody kenne, lungert hier sicher eine ganze Horde rum. Jo. Da stimme ich zu. Aqua Erupto! Carpere Tractum! Carpere Tractum! Wenn der Weile Herr Potter mal helfen würde, würde das leichter gehen. Schneller! Schneller! Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, wartet nur ein Salamander darauf, sich auf mich zu stürzen. Dieses Mal ist es allerdings nicht nur einer, Ron. Leider. Ah! Wingardium Leviosa! Lapifos! Leute, erstmal die Feuer aus. Au! Er hat mir den Fuß verbrannt! Oh. Also Wasser wirklich, aus. Ihr müsst euch noch mehr anstrengen. Wingardium Leviosa! Granger, hör auf rumzutrödeln! Mal. Hopp, 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 ihr drei! Ihr habt nicht den ganzen Tag Zeit! Bin ja schon weg. Yeah! Wieso? Wieso? Ist nur irgendwas zu tun, außer hier rumrennen. Glaube ich irgendwie nicht. Ja, ist gut. Fortgeschritten. Hey! 22 neue Karten. Gucken wir noch den mal, Karten? Das Kraftleister erweitert sich. Flüche werden mächtiger. Also mächtig. Können wir endlich mal alle mitnehmen, oder? Ja. So. Wie lange haben wir das? Was ist hier? Magieleiste der Gruppe ist teilweise gefüllt. Schick. So, Hermine.
bringt mir jetzt halt nichts, weil ich habe keinen anderen Doppelfluch. Den nehmen wir mit. Hier noch was. So. Ja, ich mache mal Karten. Aufgaben haben wir noch nicht gemacht. Hier fehlt mir noch ein Fluch. Gut, ich würde sagen, lassen wir es erstmal dabei. Wir werden sehen, ob ich das hier noch weitermache oder ob es wirklich ein einmaliges Experiment gewesen ist. Gut, aber ich verabschiede mich und vielleicht bis bald.